In diesem Bundeshaushalt werden die Voraussetzungen dafür gelegt, dass wir in den Kernbereichen, beispielsweise innere Sicherheit, Integration, die finanziellen Voraussetzungen schaffen. Wir werden in den nächsten Jahren bis zu 10.000 neue Stellen für den Bereich innere Sicherheit in den verschiedenen Einrichtungen Bundespolizei zur Verfügung stellen. Und das alles wird geschehen, ohne dass wir neue Schulden aufnehmen. Die Investitionsquote in diesem Haushalt ist weiter gestiegen. Und wir haben beispielsweise im Haushalt für den Verkehr im Bundesverkehrswegeplan so viel Mittel zur Verfügung gestellt, dass die Planungskapazitäten jetzt bei den Ländern so in Schwierigkeiten sind, dass wir noch nicht einmal sicher sein können, dass wir das Geld alles zum Abfluss bringen können. Also ein Bundeshaushalt, der Investitionen anregt und der auch auf die notwendigen politischen Fragen Antworten gibt. Vielen Dank.